Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir kurz meine HelloFresh Box Erfahrungen teilen. Ich möchte mal zeigen, wie die Lieferung abläuft, worauf du achten solltest und wie das Endergebnis aussehen kann. Nach dem Schauen des Videos müsstest du besser wissen, ob du eine HelloFresh Box ausprobieren möchtest oder nicht. Übrigens habe ich dir den Link zum aktuellen Gutschein in der Videobeschreibung verlinkt. Dort klickst du drauf und der Gutschein müsste sich automatisch aktivieren. Ich kann dir allerdings keine Garantie hierzu geben, ob es diesen Gutschein noch gibt, wenn du dieses Video schaust. Also wie du bereits erkennen kannst, befinde ich mich hier auf der HelloFresh Seite. Ich versuche hier einfach mal schnell durchzugehen und ja, dann zeige ich dir mal, wie das Endergebnis aussehen kann und was meine Meinung dazu ist. Also erst einmal kommst du dann hier auf diese Seite, dann klickst du am besten hier auf Jetzt sichern und dann kannst du hier diese Boxen aussuchen. Hier kannst du zwischen Veggie Box, Classic Box und der Family Box auswählen. Wie du bereits erkennen kannst, wird dann der Gutschein direkt aktiviert. Die Rezepte tust du nach der Bestellung auswählen. Zum Beispiel hier Schweinefilet mit Honig, Thymiansoße, dazu gebackene Süßkartoffelscheiben und Buschbohnen, glaube ich. Dann hier Hähnchenburger mit Mozzarella, würziger Zwiebellade und Ofenpommes und so weiter. Also du klickst dann hier auf Box auswählen, dann kommst du auf diese Seite. Dann siehst du nochmal den gesamten Preis. Es handelt sich hier um 3 Gerichte für 2 Personen. Und im nächsten Schritt gibst du einfach deine ganzen Daten an. Und ich habe hier einfach mal irgendeine Postleitzahl angegeben, damit hier unten die Funktion freigeschalten wird. Liefertag und Zeitfenster kannst du hier dann sogar direkt aussuchen. Zum Beispiel hier Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr oder Donnerstag 9 und 12 Uhr. Und da kannst du hier dann direkt aussuchen, wie du es gerne hättest. Und im nächsten Schritt kannst du aktuell zwischen Kreditkarte aussuchen, Sofortüberweisung, Klarna-Rechnung und PayPal. Dann lässt du das einfach zuschicken, wählst die Rezepte aus und dann zeige ich dir mal, wie das Ganze aussehen kann. Und so viel mal zu meinen Erfahrungen. So als Fazit kann ich sagen, HelloFresh kann man mal machen, meiner Meinung nach. Sollte man aber jetzt nicht regelmäßig machen, denn das kann wirklich ans Geld gehen. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass man bei Liefertag und Zeitfenster einen bestimmten Tag auswählen kann und dann auch direkt weiß, wann die Box kommt. Übrigens kann man dann auch sagen, dass man gerne die Box am Ort abgestellt haben möchte, also zum Beispiel vor der Wohnungstür, vor der Haustür, im Treppenhaus, in der Garage, hinter dem Gartentor, auf der Terrasse und andere Möglichkeiten gibt es dort auch. Also dann musst du denen eine Abstellgenehmigung geben, das machst du dann auf der Lieferungsseite und das erspart halt auf jeden Fall den Gang zum Supermarkt, finde ich cool. Ich persönlich bin jemand, der gerne viel isst und bei HelloFresh könnte das eventuell zu einem Problem sein für dich, wenn du auch so bist. Je nachdem, was du dir bestellst, variieren hier die Portionsgrößen. Und ich hoffe, dieser kleine Erfahrungsbericht konnte dir weiterhelfen. Ich kann einfach mal empfehlen, dass du das Ganze ausprobierst. Klick hierzu einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Dann kommst du zum Gutschein. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib diese ruhig in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen.